Das ist keine öffentliche Diskussionsrunde. Nein, das ist ein Endspiel, Doppel-Endspiel in der Herren D-Vitora-Klasse. Knapp 3 Stunden später hat man sich dann doch geeinigt. Herren-C-Klasse Einzel, Endspiel auf Tisch 5, Hasforder Marcelle gegen Wagner Christian. Rückschläger ist Bernd Sachs, daneben sein Sohnemann. Heißt der Oliver? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Am Tisch gegenüber links Zach. Mit Partner. Die Diskussion ist noch nicht beendet. Im Gegenteil, sie flammt gerade wieder auf. Videobeweis fehlt, weil ich zu spät gekommen bin. So kann es gehen. Einmal, wenn der Kameramann gebraucht werden würde. Also noch einmal, das ist Herren D. Vidora. Endspiel für die Tischtennis-Stadtmeisterschaften. 3. September 2022, Aufschlag Sachs Junior. Ein bisschen Probleme mit dem Materialspiel. Der rote Belag, haben wir eben schön gesehen. Wenn er damit reingeht, dann geht Quach die Bälle hoch. Und das ist ja das Ende dieses Spiels. Jetzt hat er mit Schwarz gespielt. Und dafür mit dem Störbelag, was immer das ist, angegriffen, auch ein unangenehmer Ball. Kann man nicht normal dagegen, den Schläger dagegen halten und blocken. Für Quach und Partner. 9 zu 10 aus Sicht des Aufschlagenden. Ja. Und damit, neuer Stadtmeister in der Herren D-Vitora-Klasse. Zach und Partner, Vizemeister, Vater und Sohn, Sachs aus Erlangen.